Mit ein bisschen Fantasie und aus dem richtigen Blickwinkel gesehen, könnte dieser Ort auch der biblische Jordan sein, an dem sich Jesus der neutestamentlichen Überlieferung zufolge vor ziemlich genau 2000 Jahren von Johannes dem Täufer taufen ließ. Aber wir sind am Neckar bei Heidelberg und Pfarrer Anselm Friedrich Schwieger hat, zusammen mit anderen evangelischen Kolleginnen und Kollegen, diesen öffentlichen Ort bewusst gewählt, um ein großes Open-Air-Tauffest zu feiern. Mehrere Familien sind auf mich zugekommen, haben gesagt, dass sie das als was Besonderes, auch als was Feierliches erlebt haben. Ist ja eigentlich witzig, man geht aus dem Kirchenraum raus, der als solcher ja eigentlich für Feierlichkeit steht, und geht hier raus, wo es also blökt und piept und die Segelregatta läuft. Und gerade hier empfinden die Leute es als feierlich. Die heutige Taufe ist ein besonderes Angebot von drei evangelischen Gemeinden in Heidelberg: der Jakobusgemeinde, der Johannesgemeinde und der Friedensgemeinde Hanschosheim. Diese schätzen dabei besonders die Ursprünglichkeit und in der Natur zu sein, so wie Jesus es bei seiner Taufe am Jordan auch war. Und die vielen Bäume am Wasser, die uns daran erinnern, dass wir auch im Glauben tief wurzeln können am Wasser. Das Fest bietet Familien ein besonderes, unkonventionelles und offenes Ambiente abseits der Kirchenräume. Es ist für Eltern mit heranwachsenden Kindern eine große Gelegenheit, weil die oftmals den Termin der Kindertaufe im Babyalter versäumt haben und nun nicht richtig wissen, wann sollen wir, Anfang der Schulzeit oder in der Grundschulzeit. Und da ist so ein eventartiger Taufgottesdienst eigentlich eine große Hilfe, weil diese Eltern dann sagen, oh, das ist die Gelegenheit, wo wir das machen können. Das hat auch Familie Arno motiviert. Sie wohnen seit vielen Jahren im Heidelberger Stadtteil Neuenheim und haben ihre drei Kinder heute zur Taufe angemeldet. Eine ganz spezielle Umgebung, um ein ganz spezielles Fest auch zu feiern. Ganz tolle Gelegenheit für uns, das zu machen. Und für die Kinder das so zu erfahren, so zu erleben, ganz zu spüren. Das ist, glaube ich, schon... Ja, unter freiem Himmel am Wasser. Die Taufe ist das Sakrament, das alle Christen miteinander verbindet. Sie symbolisiert, einmalig für das ganze Leben, die Aufnahme in die jeweilige Kirche. Daran ändert auch die Open-Air-Situation außerhalb der Kirchenräume nichts. Du sagst deinen Namen, dass sie alle hören? Emil, Ori, Antoine. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und es auch wirklich sind. Für die drei Jungs eine ganz besondere Situation. Zum einen erleben sie ihre Taufe bewusster als im Säuglingsalter, zum anderen sind sie zu dritt und wurden in der Geschwistergemeinschaft getauft. Also wir haben uns alle drei eigentlich sehr gefreut darüber. Genau. Also wir haben manchmal gebetet im Religionsunterricht und da haben wir meistens das Vaterunser gebetet, ja. Natürlich ist das schön, also erstmal die Lust, mit der diese Jungs da ihren Namen in die Runde hier gesagt haben. Und natürlich geschieht da auch schon mehr mit dem Verstand. Aber man darf den Verstand sowieso nicht so überstrapazieren oder überschätzen. Was verstehen wir denn letztlich mit dem Verstand von dem Geheimnis der Liebe und des Flusses des Lebens und damit eben auch vom Geheimnis der Taufe? Aber das Entscheidende ist, dass wir geliebt werden. Diese geheimnisvolle Mystik der Taufe wird für manchen hier in der Natur am fließenden Wasser sehr eindrücklich spürbar. Für Familie Arno war darüber hinaus besonders die bewusste Entscheidung der Kinder für die Taufe sehr bedeutend. Ja, das war schon wichtig für uns, denn den Weg zu Gott den Kindern zu ermöglichen. Und dass sie dann auch selber Ja sagen konnten und sie haben selber ihren Namen gesagt, das war schon sehr ergreifend, wirklich. Religiosität und Taufmotivation haben sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Gehörten etwa Anfang der 60er Jahre bei mehr als drei Viertel der evangelisch getauften Babys noch beide Elternteile der evangelischen Kirche an, ist dies heute nur noch bei einem Drittel der Fall. Es liegt also durchaus nahe, mit einem kirchlichen Tauffest mitten hineinzugehen in die Freizeitwelt eines Sonntagmorgens am Neckar. Melanie Jäger und ihre Begleiterin Phoebe sind auf dem Weg in die Karlsruher Innenstadt. Es ist Samstag, Haupteinkaufstag in der Fußgängerzone. Das sechsbeinige Gespann bahnt sich seinen Weg durch das Gewusel, nicht zum Shoppen, sondern zum Beten.
beim ökumenischen Segnungsgottesdienst für Mensch und Tier. Für Melanie Jäger eine Selbstverständlichkeit. Für mich ist die Phoebe eigentlich wie ein Familienmitglied und von daher ist das für mich eigentlich normal, dass sie da auch dabei ist. Wie jetzt meine Kinder im Prinzip ja dann auch. Heute ist die Hündin in bester tierischer Gesellschaft. Hunde sind eindeutig in der Überzahl. Aber auch eine Katze ist gekommen, in der sicheren Transportbox. Außerdem zwei Hasen und sogar ein kleiner Spatz. Eine lebhafte Gemeinde, die sich für die nächste Stunde auf recht engem Raum zusammenraufen muss. Phoebe ist vom Grunde her eigentlich sozialverträglich, aber die einzigste Horrorvorstellung, die ich habe, ist, dass wenn sie anfängt zu quietschen und zu jammern. Für Pfarrer Dirk Keller ist das Format Neuland. In der evangelischen Kirche ist es eigentlich nicht üblich, alles zu segnen, was kreucht und fleucht. Weil Martin Luther damals entschieden hat, es können nur Menschen gesegnet werden. In seiner Zeit wurde alles gesegnet, vom Stein bis zum Tier. Und da wollte er einfach einen Riegel reinschieben, weil es sehr damals zu hoher Magie geführt hat, dass die Dinge sogar selbst verehrt wurden. Und das wollte er nicht. Er wollte immer, dass es um Gott geht und nicht um die Dinglichkeit. Gott, der Herr, formte aus dem Ackerboden alle Tiere des Feldes. Heute, 500 Jahre später, möchte der Karlsruher Pfarrer wieder spürbar machen, dass der Mensch eben nur ein Teil der göttlichen Schöpfung ist. Diese Erfahrung teilt er nicht nur als Theologe, sondern auch selbst als langjähriger Hundebesitzer. Mit den Tieren haben wir schon so viel Gutes erlebt und Segen erlebt, dass ich glaube, dass Gott in unserem Leben auch durch Nichtmenschliches wirkt. Er wirkt in allem. Und das praktisch zu würdigen durch die Segnung, dass Gott jetzt in meinen Hunden praktisch in meinem Leben präsent ist, das finde ich ganz wichtig, dass die nicht ausgeblendet sind aus dem Thema. Gott segne euch und er behüte euch. Gott sei euch treu. Und so wird hier heute großzügig gesegnet, wie Dirk Keller sagt, vom Spatzen bis zur Dogge. Ein erfrischendes Open-Air-Event bei strahlendem Sonnenschein. Die Passanten sind geteilter Meinung. Okay, die Menschen lieben Tiere. Ich mag auch Tiere oder Hunde oder Katze, allgemein alles. Aber es ist egal, ob das Christ ist oder Moschee ist, egal welcher Gebiet, Ort ist das in der ganzen Welt, darf keine Tier da rein, weil ich finde, dass sehr schmutzige Tiere sind. Ja, weil es die Einheit zwischen Tier und Mensch betont. Und ja gut, als Gottes Schöpfung sind wir ja im Grunde dort vereint. Also das finde ich, deshalb finde ich es gut. Ich hatte selbst drei Hunde hintereinander und wäre nicht gekommen, weil ich das doch übertrieben finde. Und eine Vermenschlichung des Tieres. Weil gerade heutzutage viel ältere Menschen sind, die allein sind und wo dann nur ihr Tierle haben. Und es ist für die ein Ersatz, ein Menschenersatz. Und ich finde, warum nicht? Also ich finde es gut. Wie die tierischen Besucher das Ganze finden, bleibt unklar. So viele ungewohnte Gerüche und Geräusche auf engem Raum kann für ein Tier durchaus Stress bedeuten. Wir sind ein medizinischer Tierrettungsdienst und sind hier für den Sanitätsdienst. Falls beim Gottesdienst zwischen den Hunden irgendwie eine Beißerei passiert wäre, dann hätten wir helfen können. Hundenärrin Melanie Jäger sieht so einen Gottesdienst in erster Linie als Event für Herrchen und Frauchen. Trotzdem glaubt sie fest daran, dass der Segen auch eine Wirkung auf die Tiere haben kann, wie bei ihrem letzten Hund. Mein Freddy war schwer krank und jeder Tierarzt hat uns erzählt, er wird nicht älter wie 7, 8 Jahre alt. Und ich war dann mit einer Freundin auf einem Tiersegnungsgottesdienst und dann halt auch auf mehreren. Und er wurde letztendlich 13 Jahre alt, obwohl er so schwer krank war. Phoebe jedenfalls ist ebenso gelassen wie am Anfang und von der Seite ihres Frauchens ohnehin nicht mehr wegzudenken, auch wenn es das nächste Mal in die Kirche geht. Heute geht es um das Ehrenamt auf 6 Jahre und ob man aus der Nummer wieder rauskommt. Keine Ahnung. Machen Sie jetzt Fotos oder nehmen Sie auf? Oder? Dass man sich vorher schon verpflichten muss, dann 6 Jahre das Amt zu betreiben, ohne dass man Geld dafür bekommt. Also klingt jetzt so erstmal nicht so attraktiv. Das denke ich schon. Ich war nämlich 19 Jahre ehrenamtlich tätig. Wow. Wenn jemand mir sagt, du musst das 6 Jahre machen, ich würde das nicht machen. Ja. Mache ich. Ich mache mein Ehrenamt. Wenn was zu viel wird, höre ich wieder auf. Und ich mache das schon über 10 Jahre und von daher macht es trotzdem noch Freude.
Und da tut man was für den Nächsten. Und manchmal kriegt man auch was zurück. Das hat ja mit finanziellen Sachen nichts zu tun. Also wenn Sie mal ein Ehrenamt irgendwo erwischen, dann machen Sie das Ihr ganzes Leben. Das werden Sie nämlich gar nicht mehr los. Wer sich als Kirchenältester in die Gemeindeleitung wählen lässt, der verpflichtet sich tatsächlich zunächst für 6 Jahre. Aber natürlich wissen wir alle nicht, was in 6 Jahren los ist oder dazwischen so passiert. Familienzuwachs, Berufsveränderung, ein Umzug. Natürlich macht die Wahl für 6 Jahre durchaus Sinn, denn eine gewisse Kontinuität in der Gemeindeleitung ist wichtig. Aber wie Ehrenamt so ist, unentgeltlich und freiwillig. Darum komme ich aus der Nummer natürlich jederzeit wieder raus. Die Kirchen- und Kapellenwege im Nationalpark Schwarzwald mit den Wanderschuhen erkunden, in der Gruppe gemeinsam. Kultur und Natur machen offen für Spiritualität und genau das möchte das Netzwerk Kirche im Nationalpark fördern. Tour 2 des kirchlichen Angebots macht unter anderem Halt an der Kapelle Allerheiligen. Hier können die Besucher innehalten und wenn sie möchten, persönliche Botschaften und Wünsche an Gott auf Baumscheiben verewigen. Es ist nicht eine gesellschaftliche Pflicht, sondern eine Sache, dass wir ein Angebot machen, von dem wir auch selber überzeugt sind. Oder dass ich sage, ich finde es wichtig, dass Menschen Erfahrungen machen können in der Natur, die sie auch mit dem Glauben verbinden. Und ich glaube, dass es noch mehr oder einige Menschen davon gibt, denen das wichtig ist. Und diese Möglichkeit zu haben, einfach hier in der Schöpfung auch von Gott da das zu leben, finde ich eine sehr schöne Möglichkeit auch. Entlang der Route wandern die Teilnehmer weiter zur verfallenen Klosterruine Allerheiligen. Jährlich führen etwa 23 kirchlich organisierte Touren quer durch den Nationalpark Schwarzwald. Hinzu kommen individuell buchbare spirituelle Erlebnismöglichkeiten für Gruppen. Diese können eine Meditation, eine Wegbegleitung mit geistigem Impuls oder Gesang beinhalten. Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr zu. Wir gehen auf den Weg zu einer Freizeitgesellschaft hin. Also es ist uns wichtig, in der Freizeit unterwegs zu sein, was zu erleben. Menschen gehen raus, gehen in der Natur. Wenn sie die Kapelle vorfinden, gehen ganz, ganz viele auch rein. Und wichtig ist, dass wir als Kirche auch da sind, wo die Menschen sind. Das ist unser Anliegen. Getragen wird die Arbeit des Netzwerks Kirche im Nationalpark Schwarzwald von den evangelischen und katholischen Kirchen in Baden-Württemberg. Vielen Menschen fällt es vielleicht leichter, Gott in der Natur zu finden und nicht im klassischen Gottesdienst. Es ist Eintauchen in eine Anderswelt. Also man lässt viel hinter sich, was man sonst so im Alltag um sich herum hat. Man kommt zur Ruhe, Gedanken schweifen und es ist also wie ein Bad im Grünen praktisch so. Ja. Ja, ich finde es auch toll, dass man solche Kirchen jetzt sieht, die nicht so in der Stadt stehen, weil ja normal in den Gottesdienst am Sonntag geht, dann sind die ja immer in der Dorfmitte. Und jetzt hier ist es ja keine Kirche, sondern eher eine Ruine. Man sieht doch nicht immer alles, wenn man allein durchgeht durch die Natur, sondern wenn man den einen oder anderen Hinweis kriegt, was man hier beobachten kann, dann ist das immer eine ganz tolle Geschichte. Als Kirche dort sein, wo die Menschen sind. Die Touren durch den Nationalpark Schwarzwald wollen den Zugang zur christlichen Schöpfungsethik ermöglichen und die Natur des Schwarzwaldes mit allen Sinnen erleben lassen.